machen oder so. Genau, Klappe mache ich noch, aber du musst unbedingt den Fernseher abstellen. Ich bin so ein Fernsehkind, wenn der läuft, ich schaue einfach mir zu, wenn ich mir zuschaue, während ich am Schwätzen bin. Das geht nicht. Klappe? Okay, gut, läuft, ja. Boom! So, wieder mal eine Solo-Folge vom Feelgood-Podcast und ich habe die seltene Ehre, dass ein K im Studio machen. Sonst muss ich ihn irgendwie daheim machen mit dem Handy. Ich habe jetzt aber so ein bisschen Equipment gekauft, also in Zukunft wird er dann auch ein bisschen besser tönen. Aber es ist so, ich glaube, das Absurdeste, was ich bis jetzt gemacht habe, weil entweder bist du ganz allein und du schwätzt wirklich auf der Leine in deinem Raum und dann kannst du ein bisschen in deiner Welt sein. Oder du hast halt jemanden gegenüber. Und jetzt habe ich den Christoph, der auf so einem Umklicken ist, mir zulässt, während ich eigentlich mit mir selber schwätze. Das ist verdammt absurd. Aber die Mikrofon würde funktionieren. Also zur Not kann ich... Was? Zur Not kann ich dir schon etwas erzählen. Und du... Ja, ich müsste es dann drauf, ne? Ja, ja. Ja, jetzt habe ich es drauf. Ja, ist gut. Ja. Sehr gut. Also zur Not kannst du dann auch noch etwas sagen dazu. Ja. Kannst du zum Beispiel auch Feedback geben, wenn es nicht gut findest. Also meinst du so wie beim, wie heißt der Film mit dem Tom Hanks, wo mit dem Wilson und so? Oder dann mit seinem Baseballrett und so. Bin ich der Baseball quasi. Ist, oder Volleyball, irgend sowas, Volleyball, ja. Aber ja, genau, ja, du bist. Ja. Du bist der Baseball, der Volleyball. Du bist auf der Wilson, ja. Ja, mit Brille. Ja. was habe ich eigentlich erzählen? Also nur kurz. Es ist eine Solo-Folge, weil mit den neuen Bestimmungen, wir nehmen da heute auf, also heute, wo noch rauskommt, Freitag, 22. Januar, jetzt ist gerade 14:34. Während wir der Aufnahme, es ist ein bisschen schwieriger geworden mit den neuen Bestimmungen. Der eigentliche Gast, den wir hatten, hätte nicht kommen können. Aber er ist irgendwann dann im März oder so. Dafür ist ja letzte Woche absoluter Rekord gesehen. Christoph, hast du noch können einkaufen nach dem dreistündigen Renato Kaiser Podcast? Ja, ich habe es knapp geschafft. Noch knapp. Schnell, wenn es mich noch in den Erinnerung lassen, habe ich ein paar Sachen zu kaufen, die ich für die Heim versprochen habe. Zu einem genervten Blick von der Kassiermenschen, die eigentlich schon wollen dicht machen, so, oder? Genau. Weil letztes Mal, also 3 Stunden Podcast mit dem Renato Kaiser, darum heute eine Solo-Folge nicht ganz so schlimm, weil ich habe von vielen jetzt schon gelesen, dass sie sich haben müssen aufteilen. Ja. Quasi, man kann nicht 3 Stunden am Stück hören, sondern man macht so 3 Einstünder oder 2 1,5 Stunden. Ein Kollege von mir hat geschrieben, Tweet-Schablone Nummer, ich weiß nicht mehr, 137. Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Was haben Sie dort gemacht? Dort habe ich den Podcast mit dem Joel von Mutzenbach und dem Renato Kaiser gelost. Schade, danke für das. Für alle anderen, wichtig, das habe ich jetzt endlich angekriegt. Das ist wahnsinnig schwer gewesen, mal 2 Minuten aus meinem sehr, sehr busy Leben zu nehmen. Ich habe eine E-Mail-Adresse errichtet. podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Vielleicht, wenn ich mir nochmal 2 Minuten Zeit nehme, blende ich es noch ein im Video. Ganz einfach. Podcast, P-O-D, ja, D wie Dora, Cast, C-A-S-T, @joelvonmutzenbecher.ch. Es ist dumm, wenn man so einen langen Namen hat und noch einen Podcast macht. Sehr viele Zeichen, die man eintippen muss. Aber für alle Menschen, die etwas spezifisch zum Podcast sagen wollen, gerne dort anschreiben, falls ihr sonstige Bemerkungen habt, falls ihr Fragen habt. Immer wenn ich einen Solo-Podcast mache, kann ich dann mir Zeit nehmen, diese Sachen anzuschauen, vorzulesen und zu beantworten. Was ich auch mir überlegt habe, ist, weil wir ja eigentlich immer noch in so einer Art Lockdown sind und viele, vor allem kleine Geschäfte irgendeiner Art und Weise jetzt gerade leiden, schreibt mir eure Tipps von kleinen Geschäften, die man in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann. Sei es, dass sie online irgendetwas Kleines verkaufen, dass sie, dass man, fragt mich nicht, in einem Shop irgendwie kann Sachen vorbestellen, ist jetzt auch beliebt. Alles so Sachen. Kleine Business, wo Hilfe brauchen, schreibt die mir. Auch die würde ich sehr gerne erwähnen. Als wahrscheinlich einziges Mal gratis. Weil normalerweise werden wir
ja dann in normalen Zeiten Podcast-Werbung habe. Darum, in dem Fall jetzt aber, finde ich es sehr wichtig und auch richtig, wenn wir das können machen. Darum schreibt mir eure kleinen Shops, Businesses, was auch immer, wo in irgendeiner Art und Weise können Hilfe brauchen. Und dann werde ich, da ich selber momentan auch nicht viel mehr Hilfe kann geben als das, werde ich dir dann laut hier vorlesen. So, das zu dem. Was kann ich noch erzählen? Ich kann noch erzählen, dass ich, was will ich erzählen? Zum Beispiel, was habe ich so gemacht in letzter Zeit? Ah, ich bin an einem Hundegeburtstag gesehen. Ja, der Christoph schaut schon irritiert. Und zwar ist unsere Hündin ist eingeladen worden an einen dritten Geburtstag von einem anderen Hund. Ja? Und wir haben netterweise dürfen mitkommen. Wir sind quasi Begleitpersonen gesehen von unserer Hündin, wo an der Geburtstag ist. Das sind wirklich einfach vier Hunde. Vier Hunde haben sich getroffen quasi. Nämlich das Geburtstagshundi plus Freunde vom Geburtstagshundi. Und als großes Geburtstagsgeschenk hat es wirklich etwas vom widerlichsten gegeben, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Nämlich so einen riesen Teller Fleischkuchen. Und zwar wirklich einfach, keine Ahnung, was das alles gesehen ist, irgendwelche Hühnerherzen oder Innereien sonstiger Sorten, irgendwelche Wurst und so. Und das alles schön aufgeschnitten in kleine Stückchen, das dann so auf einem Teller angerichtet und in der Mitte die Kerze mit einem Drei. Und das ist dann der Hund verteilt worden, das ist das große Geburtstagsessen gesehen. Unsere Hündin hat sie mega gut verdreht, nämlich indem wir alle Stunden zu Nacht mit sie rausmitteln. Und das für etwa 3 Tage lang. Aber es ist sehr herzig gewesen, so ein Hundegeburtstag. Ich darf es hoffentlich bald wieder mal erleben. Hast du irgendwelche Haustiere, Christoph? Zwei Katzen, ja. Zwei Katzen? Wie feiern dir Geburtstag? Ah, oh, die haben jetzt den bald Geburtstag im Februar, ja. Aber, Beide? Ja, die sind im gleichen Wurf, ja, das sind Brüder, ja. Mhm. Tatsächlich? Ja, ja. Mhm. Okay, aber da wird nicht groß etwas gemacht? Ja, doch, ich glaube, wir machen dann schon etwas. Aber heute habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die heißen Jimmy und Billy, bei meinem habe ich das Gefühl gehabt, der hat heute das Gefühl, er hat Geburtstag, weil er irgendwie so völlig aufgedreht war am Morgen. Das ist gut, wenn sie das Gefühl haben, sie haben Geburtstag. Ja, das ist fast noch besser. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, der Hund der hat keinen Plan gehabt, was passiert. Also weißt du, der ist ja nicht so, der hat nicht das Gefühl gehabt, er weiß, dass jetzt Geburtstag. Aber wie erklärst du das einem Hund, dass er Geburtstag hat? Ich habe keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall Fleisch gekriegt und sind andere Hunde dort gesehen. Aber ich glaube, das ist auch für den Hund eher normal. So. Drum. Das haben wir gemacht. Und was kann ich sonst noch erzählen? Es ist ja momentan nicht so viel los. Aber ich kann in meinen Kalender schauen, was sonst noch so passiert ist. Nebst meiner Webseite, nebst meiner neuen E-Mail-Adresse. Ah, was man dort noch kann schreiben kann, ist, ich habe eine Mail gekriegt, das habe ich sehr geil gefunden. Und zwar ein Herr, ich nehme mal an, er ist aus Deutschland oder so, er ist sein Familienbuch am Nachfeiern. Ja? Und irgendwie kommt dort mal der Name Mutzenbacher vor. Und ich sage es immer wieder gern, es ist leider, also nicht leider, aber es ist tatsächlich so, mein Name ist effektiv von Mutzenbecher. Ich heiße wirklich so. Ich kann nicht dafür. Ich bin so geboren worden, ich habe so einen Pass. Das ist kein Künstlername, auch wenn man es könnte meinen. Früher, als ich noch Theater gespielt habe, haben Leute das Gefühl gehabt, wow, das macht so mega hohe Kunst. Ja? Als ich Komiker dann geworden bin, haben Leute das Gefühl gehabt, ja, der macht quasi ironisch extra so einen hochgestochenen Namen, weil er ja Komiker ist. Es ist wirklich mein Name. Und dort ist grossartig gesehen, dass der Mensch, der das Mail geschrieben hat, in dem Fall nie wirklich meinen Namen angeschaut hat. Weil mein Name ist ja von Mutzenbecher. Sondern hat einfach geschrieben, zurzeit bin ich dabei, unser Familienbuch zu aktualisieren. Dazu gehört auch die Familie Mutzenbacher. Ich bitte Sie, also es ist nicht an mich direkt gegangen, sondern ich bitte Sie, mir einen Kontakt zu Joel Mutzenbacher zu geben, zwecks Nachforschung, ob er diesem Zweig der Mutzenbacher gehört. Also wenn man einmal schnell den Namen angeschaut hat, hat man gemerkt, dass es eben nicht Mutzenbacher ist. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Mutzenbecher und Mutzenbacher? Kommt das nicht irgendwie aus der gleichen Familie? Weiß man das nicht? Nein,
Sondern das wirklich, bedeutet also, auch etwas anderes, etwas komplett anderes. Ich weiß nicht, ob es etwas komplett anderes bedeutet, weil bei uns ist halt die Bedeutung vom Namen nicht ganz klar. Aber ich habe von meinem Vorfahren habe ich ein Familienbuch. Sprich, ich habe Kopien. Mein Großvater hat das richtige Familienbuch und wir haben dann mal so, meine Mutter hat dann mal so Kopien gemacht. Wo mittlerweile kann man das wahrscheinlich viel einfacher darstellen und das ist eigentlich auch mal mein Ziel. Also beim vierten Lockdown mache ich das dann. Nämlich das Familienbuch ein bisschen klarer aufzugliedern. Weil ich meine, die Zweige und das Zeugs, mittlerweile gibt es ja ganze Programme. Es gibt ja ein fix-fertiges Programm für Mac, wo du einen Familienstammbaum kannst zeichnen. Das heisst, ich muss einfach mal von dem Buch übertragen, sagen, da ist der, frag mich nicht, wie er heißt, Heinrich Mutzenbecher, und dann kommt der, da kommen dann von Mutzenbecher, weil irgendwann haben die Adlige geheiratet, lalalala. Aber es ist immer nur Mutzenbecher und von Mutzenbecher. Es ist nie Mutzenbacher. Aber es ist ja immer noch ein sehr verbreiteter Name im Kopf in Köpfen von vielen, meistens Herren, meistens ein bisschen älter, nämlich die Josefine Mutzenbacher. Das ist so eine Soft-Porno-Serie aus den 60er, 70er Jahren. Genau, also, ja. Und darum eben, meistens Herren, meistens... Ich bin so eine, ja, genau. Aber du wirst nicht rot, wenn ich dir das sage. Du darfst einfach deine Tochter nie Josefine nennen. Nein, war ich jetzt auch nie auf die Idee gekommen. Aber oft sind die Menschen dann auch verlegen, wenn sie einem eben Mutzenbacher sagen und ich sage dann so, nein, nicht wie die Josefine. Dann war das sehr schnell rot. Und dann weiß ich, sie haben die definitiv geschaut. Ja. Ich habe wirklich noch nie so einen Film geschaut. Es gibt aber sogar irgendein Buch, die Tagebücher der Josefine. Irgendwie so. Das ist anscheinend sogar noch spannend. Hätten wir mal einen Veranstalter geschenkt. Habe ich auch noch ein spannendes Geschenk gefunden. So, ich tritt bei dir auf. Du gibst mir so ein abgegriffenes Tagebuch von einem Softporno-Sterne. Ja, ich habe es in einer Brocke gefunden für 2 Stutz. Aber ist die denn eigentlich based on a true story? Gibt es die wirklich geile Figur? Oder wie kommt man auf den Namen? Wirklich, ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber das ist wirklich das Nächste, was an meinem Namen dran ist. Ja, drum, so Mails kriege ich ab und zu. Also freue mich sehr, wenn man auch Mails schickt zum Podcast, wo man zum Beispiel sich Vorschläge kann machen, was hat mir jetzt der Person zurückgeschrieben, die die ganze Zeit von Mutzenbacher schreibt. Mehr her, wo von Mutzenbecher heißt. Aber es stimmt natürlich, es kann sein, dass früher nochmal Mutzenbacher und Mutzenbecher zusammen gesehen sind, etc. Ist nicht so. Ich habe dann aber gleich mal in das Familienbuch geschaut und habe gemerkt, irgendwie ein Vorfahren von mir ist tatsächlich Bürgermeister gesehen von Hamburg. Immerhin. Und noch viel geiler, das ist sogar online nehmen. Muss man mal eingeben, irgendwie Mutzenbecher und Jauch. Wenn du das eingibst, dann kommt ein ganz geiler Satz. Was ich da gerade zuerst gefunden habe, ist Herr Konstantin Freiherr von Mutzenbecher. Ja, also wenn ihr deutschen Pass hat, wenn ihr deutschen Pass hat, wäre ich auch Freiherr. Ah ja? Bringt nichts, aber ja, tönt nice. Also dann würde ich, so mit dem ganzen Namen, könntest du machen, Joel Aramis Freiherr von Mutzenbecher. Das war mein ganzer Name dann. Aramis, das ist doch so einer von den 3 Musketieren, oder? Richtig, ja. Richtig. Der, wo mit der Königin damals. Ja. Cool. Hat meine Mutter immer erzählt. Das war sogar ein Bit von mir dann. Nämlich, wahrscheinlich, damit ich mich nicht mehr so schlecht fühle. Hat sie mir das immer gesagt. Ja, dann war ich Freiherr. Und es hat mir mal ein deutscher Taxifahrer hat mir mal 5 Stutz Rabatt gegeben wegen dem. Der hat mich gefragt, sind Sie adelig? Und ich so, nein, aber wenn ihr deutschen Pass habt, dann war es. Also das müssen Sie unbedingt machen. Dann können Sie an so Opernbälle werden Sie eingeladen. Und ich so, ja, alles klar. Und dann hat es am Schluss, irgendwie, weiß nicht mehr, was du siehst, statt 35 hat er gesagt, 30. Adligen Rabatt. Ja, da haben 40 gegeben, weil ich dachte, ich gebe mir quasi wie 5 Stutz Trinkgeld. Und dann ist es aus aller Wolken gefallen. Ich so, ja, du hast mir ja schon quasi Trinkgeld gegeben, ich gebe dir das wieder zurück. So. Ja, da wird eben der Adel noch hochgehebt. Ja, definitiv. Definitiv. Nein, jetzt war, gib mal ein, von Mutzenbecher. Ja, und? Jauch. Was? Jauch, wie der Günther Jauch. Richtig. Du wirst gerade herausfinden, warum. Bist du mit ihm verwandt? Da finde ich den Johann Baptista Mutzenbecher, der hat gelebt von 1691 bis 1759. Aha. Und der Johann Christian Jauch Senior. Findest du nicht noch Anna Mutzenbecher? Warte mal.
Sonst dann gebe ich mal noch Anna ein. Sonst suche ich es noch auf meinem Handy. Mhm. Aber ich bin kürzlich darauf gestoßen, und zwar... Also Anna von oder Anna? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Aber es sollte eigentlich. Wikipedia, ba. Ah. Oh. Hast du gefunden? Also sein Vater Johann Georg Jauch, 1727 bis 1799, Fabrikant und Verkaufmann zu Lauenburg-Elbe, entführte als seinerzeitiger kurfürstlich-sächsischer Offizier 1754 Anna, die Tochter des Hamburger Senats Syndikus und Herrn auf Horst Johann Baptista Mutzenbecher. Ja. Also genau. das ist die Info, die du hast. Ich habe noch eine andere gefunden, nämlich wo dann noch dazu kommt. Aber wo ist sie? Da ist ja Anna. Und der Günther Jauch steht da tatsächlich auch, der ist verwandt. Da richtig. Ja. Richtig. Und zwar, irgendwann habe ich gelesen, dass die Anna Mutzenbecher ihre Entführer ein Jahr nach der Entführung geheiratet hat. Und zwar ist das eben der... Stockholm-Syndrom in dem Fall. Oder? Wahrscheinlich, ja. Und das ist eben der Jauch. Und dann steht irgendwann mit so einer kleinen Fußnote, dass sie, weiß nicht wie viel die Generation Enkel, noch bekannter Moderator sind in Deutschland. Hast du den Günther Jauch mal getroffen? Gesagt, hey, wir sind doch verwandt. Oder so. Nein, aber weißt du, das war mein absoluter Icebreaker. Wenn ich jemals den Günther Jauch treffen würde, könnte ich ihm einfach sagen... Hey, Günther, hör mal, ein von deinen Vorfahren hat einen von meinen Vorfahren entführt und die haben den geheiratet und darum gibt es uns. Wie findest du? Ich weiß nicht, wie ich ihn ausfand, aber es war ein guter Icebreaker. Da machst du mir ein schlechtes Gewissen mit. Also, oder wer ist der Übeltäter? Wer ist der Entführer gewesen? Ja, natürlich ist der Jauch der Übeltäter. Der Jauch ist der Übeltäter. Natürlich. Genau, ja. Also, ich behaupte jetzt mal, deutsche Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurück, im Fall von meiner Familie, da ist nie etwas Schlimmes passiert. Also das sind immer die anderen gesehen. So in einer schlechten Horrorstory würde ich jetzt von so einem Geist namens von Mutzenbecher noch heimgesucht und dann heisst es so Unfinished Business. So. Genau. Nein, also es ist dort, also der Jauch hat zwar entführt, aber sie hätten ja dann geheiratet. Also. Aber das ist eine super Story. Also ich meine, du musst doch jetzt das, aus dem musst du doch irgendwie ein Roman oder ein Stück oder irgendetwas machen. Weißt, also, das ist doch eine super Nämlich Vorlage. Nämlich, dass aus diesen zwei Familien nachher unglaublich... Also nicht, weil es jetzt der Jauch ist, aber einfach, weil du quasi... Das ist ja eben das Story. Also wenn du kannst sagen, du hast als Autor, hast du irgendwie... Du hast da quasi deine eigene Familiengeschichte based on a true story und dann ist noch die eigene Geschichte. Das ist ja super. Ich finde ja den spannenden Aspekt, dass aus beiden Familien nachher wirklich extrem erfolgreiche Menschen geworden sind, ja. Das kann kein Zufall sein. Nein, oder? Also mein Günther Jauch und ich, wir sind im Erfolgslevel ja eigentlich gleich auf. Aber ich meine, mit so einer Story, also das ist ja so super aufmachen, also ich denke als Journalist, aber das ist ja für so bunte oder weiß ich was. Ja. Wenn die noch wenn die Jauch als Passwort in den Titel nehmen und nachher Absolut. Die Story und so. Das du könntest ja natürlich, super, oder? So beim Marco Fritsche, bei der Marco Fritsche-Folge haben wir das doch gemacht. Das Spiel, wo man Titelseiten von denen eben Schundblätter errotet. Und mit dieser Geschichte könntest du natürlich machen, ein Bild von Günther Jauch, wo er so ein bisschen traurig schaut, ja, und dann steht irgendwie schlimme Entführung. Weißt? Und dann hat der Untertitel war irgendwie um dieses Familienmitglied handelt es sich im Hause Jauch oder irgendwie so. Und Entführung hat, im Hause Jauch und dann irgendwo stark ist es 300 Jahre her oder so. Ja, das steht dann aber erst auf Seite 17, nachdem der 2,95 € dafür angeballert hat. Und dann muss der Günther Jauch aber dazu Stellung nehmen. Ja, ja, sie haben den nicht erreicht. Genau, weil für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Genau. Und schon hat jetzt 300 Jahre Zeit gehabt zum Stellung. Ja, und schon hast du deine Titelseite am Start. Ich weiß nicht, was es ist. Urgroßvater, Urgroßvater hat in dem Fall mal Vorfahren von mir. Mit dem guten Ami-Anwalt könntest du jetzt ganz viel Geld von ihm fordern. Ja. Weil
vielleicht wäre ja nicht entstanden, wenn das damals nicht passiert wäre oder so. Also irgendwie so. Mit einem Giuliani-Argument könntest du jetzt da irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Was, apropos USA, was ich auch herausgefunden habe, ist, wir sind auch über einen Familienstrang sind wir auch verwandt mit der Vanderbilt. Ah, das ist so die Eisenbahndynastie, die wo irgendwie so, glaube ich, die haben ja alle Eisenbahnen gebaut in den USA. Ja, und immer wenn diese Bahn irgendwo, der Railroad irgendwo war, ist der Ort gerade irgendwie aufgewertet gewesen oder so. Absolut, absolut. Und, aber das sind doch Holländer, oder nicht? Ich glaube im Ursprung, ja. Und so ist das eben, glaube entstanden, dass irgendjemand dort halt so ein bisschen an der Grenze irgendwie halt Familie sich getroffen haben. Und Vanderbilt sind ja auch der Anderson Cooper von CNN. Der gehört auch der Vanderbilt-Dynastie an. Ah. Dem seine Mutter ist ein Vanderbilt. Mhm. Das heisst, schon wieder bebrüllte, hellhaarige Moderator, der verwandt ist mit mir. Gut, aber der Günther Jauch ist hellhaarig in dem Sinne. Nein, okay, er ist grauhaarig. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja, aber Fernsehmoderator, immerhin. Ja. Immerhin. Immerhin, ja. Das habe ich noch herausgefunden. So viel zu meiner Familiengeschichte. So, wie lange haben wir schon? 21 Minuten. 21 Minuten, weißt du was? Das langt auch. Gut. Das langt auch. Also vielen herzlichen Dank für alle Menschen, die trotzdem bis jetzt gelost haben und geschaut haben, weil wir tatsächlich ja das als Video können machen. Nächste Folge, nehme ich an, wird wieder eine normale sein. Falls nicht, behalte ich oft wieder da. Aber wie gesagt, Renato Kaiser kann man ja hören, der geht 3 Stunden. Und, was ich gemerkt habe, es ist ja trotz allem noch so, ich sage jetzt mal so, je bekannter der Name, desto eher wird der Podcast geschaut oder gelost. Und ich habe mir überlegt, wenn ich da so ein bisschen die Listen anschaue, es gibt natürlich schon 2-3 Folgen, die extrem geil sind. Wo ich einfach mal so ans Herz lege, falls mir die noch nicht geschaut oder gelost hat. Zum Beispiel nehmen wir mal etwas Unbekanntes. Michael Mittermeier, sehr tolle Folge gesehen. Hat mir sehr gefallen. Dann, wirklich sehr empfehlenswert, haben wir sehr viel Feedback gekriegt. Weißt du noch, die Folge mit der Tamara? Ja. Cantieni, sehr empfehlenswert, sehr unterhaltsam gesehen. Dann auch eine tolle Folge, zum Beispiel, was wollen wir noch? Oh, da bin ich ein bisschen weit zurückgekehrt. Jan Kalin habe ich auch sehr lustig gefunden. Ja, ist lustig, ist gut gewesen, ja. Gute lustige Geschichten am Start gehabt. Moritz Schädler, sehr absurd, aber auch sehr lustig. Ja, gibt sicher noch 2-3 Folgen, die ihr noch nie gehört oder gesehen habt. So, Christoph, danke vielmals für die Extraschicht. Gerne, ist doch gut so, ja. Mhm. Ja. Als Zwischen. Als Zwischenlösung, ja. Was übrigens die Leute daheim auch noch wissen, oder wo sie auch immer sind, wenn sie das hören oder sehen, der Christoph ist immer voller Enthusiasmus. Also hat man jetzt gerade wieder gemerkt. Ja, immer mehr. Es macht immer mehr Spaß. Eben. Mhm. Begeisterung pur. Ich sehe in ihm wirklich das Funkeln in den Augen, wenn er sagt, wie toll es ist. Ist es, ja. Peace. Okay. Bye, bye. Okay.